Heute heißt es wieder saarländische Büros weltweit. Wir haben ja schon einige besprochen. Jedes Mal kommen welche dazu. Heute haben wir ein ganz spezielles Büro mit einem Top-Vertreter für das Saarland, mit seinem virtuellen Saarland-Büro. Und ich freue mich, dass das jetzt geklappt hat. Natürlich ist auch Michael Harz wieder dabei. Und ich würde mal sagen, bevor ich wieder zu lang spreche, das kann ich nämlich, gehen wir doch einfach mal zu Michael Harz und unserem Gast, den ich denn gleich vorstellen werde. So, und jetzt muss ich mich noch aus der Größe rausnehmen. Und da haben wir ihn nämlich, Thomas, Professor Thomas Rauber, der das Saarland jetzt, ich habe gerade schon gehört, 24 Jahre in Brasilien vertritt. Da können wir ja mit Saarbrücken und Burbach fast schon gar nicht mithalten. Das ist wunderschön. Herr Rauber, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, es freut mich auch sehr, dass ich von Ihnen eingeladen wurde und hier einen kleinen Einblick geben darf. Das ist meine Arbeit. Das ist toll. Wie viel Uhr ist es jetzt eigentlich in Brasilien? Also es sind 5 Stunden früher als in Deutschland. Also früher gab es auch noch einen kleinen Unterschied, aber der neue Präsident, der musste auch die Winterzeit abschaffen oder so. Das sind so Sachen, die er sich halt, wo er halt gut ist, ne? Irgendwelche unsinnigen Sachen zu machen, aber gut, da reden wir ja später drüber. Oder ja, davon bin ich überzeugt. Herr Harz, herzlich willkommen, wie immer mit dabei als der Vorstandsvorsitzende der SAS Foundation und natürlich hier der Mitinitiator dieses wunderschönen Projekts Emotionale Globalisierung und damit in dem Kontext natürlich die virtuellen Saarlandbüros. Herr Harz, was gibt es da Neues? Oder sagen Sie doch einfach nochmal, alle, die jetzt neu zuschauen, was ist denn das, ein virtuelles Saarlandbüro? Ja, vielen Dank, Herr Bogler. Ein virtuelles Saarlandbüro gemäß unserer Definition der Stiftung ist eine Gemeinschaft von Saarlandfreunden im Ausland, in dem Fall hier auch in Brasilien, in Vitoria und mit dem Herrn Professor Rauber. Und diese Gemeinschaft hat sich quasi um einen Saarländer herum gebildet, der sein persönliches Netzwerk dort einbringt. Wir fragen, wer mag das Saarland? Professor Rauber mag das Saarland und hat auch sein persönliches Netzwerk dann entsprechend aktiviert, um eine Gemeinschaft zu bilden. Und diese Gemeinschaft wird dann auch im Internet entsprechend beworben. Und wir erarbeiten gemeinsam Ideen. Er als Leiter des virtuellen Saarlandbüros in Brasilien, hier mit uns, mit dem Saarland zusammen. Und diese Ideen versuchen wir dann gemeinsam umzusetzen. Das ist toll. Dann gehen wir nachher vielleicht mal noch mal kurz auf das Thema emotionale Globalisierung ein. Ich mag irgendwie diesen Begriff. Das ist einfach hübsch. Vor allen Dingen das, was hinten dran steckt. Aber wir lassen mal unseren Gast nicht so lange warten. Herr Rauber, Sie bekommen heute zumindest mal den Pokal für die weiteste Anreise im Netz. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Und Sie sind seit 24 Jahren eine Professur an der Universität da in Brasilien. Wie kommt man da jetzt drauf? Sie sind von Hause aus Informatiker. Wie kommt man jetzt nach Brasilien an eine Universität? Ich habe auch jetzt gerade den Namen nicht auf dem Schirm. Sie merken es, Sie müssen mir unbedingt aushelfen mit dem Universitätsnamen. Also das ist die Bundesuniversität in Brasilien. Also es gibt in Brasilien natürlich sehr viele Universitäten, aber halt das sind die öffentlichen Universitäten, das sind halt so, würde ich mal sagen, die privilegiertesten, ne? Die haben zwar keine, sagen wir nicht so viele Mittel vom Staat, aber das sind halt die besten Leute sind halt in den ganzen Bundesunis, ne? Mit einigen Ausnahmen. Es gibt so ein paar private, ne? Die PUCs, also das sind die katholischen Unis, ne, die sind auch sehr gut. Ne. Aber ansonsten sind die halt die Top-Unis, kann man schon sagen in Brasilien. Ne. Außer noch ein paar Ausnahmen, also Staat, also von den Ländern, ne. Zum Beispiel Campinas gibt es auch eine sehr gute.
Aber wie komme ich jetzt hierher? Ja, ich habe dann vorher noch ein kleines Praktikum gemacht, ne, in Portugal, fast 8 Jahre. Ne. Deswegen, ich muss mich erstmal ein bisschen eingewöhnen in die Sprache. Und dorthin kam ich dann über einen Kontakt von der Uni Karlsruhe, wo ich vorher war. Ne. Und es gab da einen Kontakt mit einem Projekt zwischen Portugal, Universität in Nova de Lisboa. Ne. Das war in den 80er Jahren, also ist noch länger her. Und ich wollte dann einfach mal, als Saarländer, halt, irgendwie ein bisschen die Welt erobern, da wollte ich halt mal raus. Ne. Wollte ich eigentlich nur ein Semester mal gucken, wie es da aussieht in Portugal. Und dann wurden dann fast 8 Jahre draus, weil ich habe dann die Einladung angenommen, dort zu promovieren. Eigentlich ziemlich ungewöhnliche Angelegenheit. Es war dann auch damals Übergangsphase, dass Portugal gerade in die EU eingetreten. Ne. Und dann gab es halt dann die Möglichkeit, dort zu bleiben. Ich wurde dann eingeladen, dort zu promovieren. Das habe ich dann auch gemacht. Ne. War auch keine leichte Entscheidung. Ich wollte dann immer wieder ins Saarland zurück. Aber hat irgendwie auch nicht geklappt. Ne. Jetzt tatsächlich nachher. Also da bin ich dann dort geblieben. Ne. Und dann wollte ich auch wieder nach Deutschland zurück, das war 1995, aber dann wurde ich hier mal eingeladen nach Brasilien, weil da ging es dann transitiv weiter. Also die Portugiesen hatten mit den Brasilianern eine Kooperation, Projekte, und dann hat mich dieser Brasilianer hier eingeladen, der war auch hier von der Uni, leider lebt er schon nicht mehr, ne? Natürlich häufig ein Verkehrsunfall. Ne? Und er hat mich eingeladen, hier die Uni zu besuchen, habe ich gab es auch eine Gelegenheit, es gab eine Konferenz, also zu der Zeit war ich ziemlich viel unterwegs auf Konferenzen, dann war ich auch mal hier und dann bin ich am Schluss der Reise hier noch vorbeigekommen, habe diesen Kollegen besucht und dann eine seiner Kolleginnen war dann meine Frau, ne, und dann ging es halt so weiter, ne. Die hat mich dann auch eingeladen, ich sollte noch ein bisschen länger bleiben, ne, und dann, hey, jetzt sind wir 2020, ne, das sind dann auch schon Zeit lang her. Ja gut, 24 Jahre, das geht ja schnell. Ja, und ich habe mich dann die ersten 3 Jahre war ich dann halt so praktisch Gastdozent und dann habe ich mich dann richtig beworben, ne, und wurde dann angenommen und dann seitdem arbeite ich halt hier. Ne. Ich habe halt immer wieder versucht, die Verbindung hochzuhalten. Ne. Ich habe zum Beispiel zwei Studenten habe ich nach Saarbrücken geschickt, zum Max-Planck-Institut, die haben auch sehr erfolgreich dort dann hier promoviert. Ne. Die eine, die Josiane, die ist in Wien, ne, bei Siemens, glaube ich, heute Top-Position. Und der Dilsson, der auch dort war, der ist dann auch wieder, ist von dort dann zu Disney und Stanford war dann auch. Jetzt ist er, glaube ich, wieder in den USA. Er war mal zeitnah hier auch, aber also das war eine sehr erfolgreiche Mission von denen. Ne. Und versuche halt immer wieder, ich habe auch sehr gute Kontakte nach Kaiserslautern, ne, zur Uni Kaiserslautern. Da werde ich auch nächstes Jahr wahrscheinlich wieder ein Sabbatical-Jahr machen. Ne. Das habe ich mir vorgenommen. Ich hoffe, das klappt dann auch mit dem ganzen Corona-Stress, ne, weil ich habe halt nie den Willen verloren. Ne. Ich habe auch sehr gute Kontakte zu meiner alten Heimat. Also ich würde mal sagen, ich bin nicht so der typische Auswanderer, der so alles hinter sich lässt oder so. Kann man das eigentlich nicht sagen, oder? Herr Harz, was würden Sie sagen? Ich glaube, ich habe mich schon ein paar Mal gesehen, wir haben mich schon ein paar Mal getroffen. Ich würde mal sagen, also passt bei mir irgendwie nicht so sehr. Ne? Ich versuche halt immer das Beste aus dem Ganzen zu machen, aber immer so die alten Bande. Ne? Die Emotionalität ist da, ne? Absolut. Ja. Aber vielleicht ganz kurz, Herr Harz, Ihr Büro ist nah an der Saar. Wir haben ein gewisses Rauschen von Ihrer Seite. Wenn Sie vielleicht Ihr Mikrofon leiser irgendwas, hören Sie es? Das Rauschen, wenn ich Sie kurz wegschalte, ist es weg. Ja? Vielleicht ganz kurz irgendwie gucken, ob Sie das Mikrofon leiser bekommen. Gut, wollt jetzt nicht unterbrechen. Sagen, ja. Ja. Herr Raumer. Ich würde auch sagen, es ist auch, da hat auch das Saarland schon eine spezielle Position. Also ich könnte mir eine
Schwaben helfen, Schwaben Foundation, könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also das passt irgendwie nicht so. Es wäre eine sehr sparsame Foundation. Ja, das ist. Da fehlt auch irgendwie so der, sagen wir mal, der das ist zu groß, ne? Oder naja, keine Ahnung. Aber oder kleinere Bundesländer, Hamburger helfen, Hamburger, ich weiß nicht, aber das hat Saarland schon was anderes zu bieten, oder? Würde ich schon sagen. Also das stimmt schon, ne? Und da ist also die emotionale Komponente ist schon besonders stark, das so ausgedrückt, ja. Aber da fällt mir doch direkt die nächste Frage an, Herr Harz, wenn Sie erlauben. Sie haben so eine typisch, diese positive, harmoniesüchtige, humorvolle saarländische Ausstrahlung, wo man sagt, mit Ihnen kommt man doch direkt ins Gespräch, was uns ja auszeichnet. Wie kommt denn die saarländische Mentalität mit der brasilianischen Mentalität so aus? Also ich würde sagen, das ist eine optimale Kombination. Ne? Ich sage den Brasilianern immer, der Saarländer ist der Brasilianer von Deutschland, ne? Weil das ist irgendwie... Okay, ja. Und da ist auch was dran. Also ich meine, diese unkomplizierte Art, die ist natürlich nicht immer hilfreich. Ne? Also wenn es dann zum Beispiel irgendwie offizielle Position oder offizielle Funktion, dann ist es nicht immer sehr hilfreich, wenn man zu unkompliziert ist, dann müsste man schon ein bisschen mehr auf die Regeln achten. Aber so im Allgemeinen würde ich sagen, da kommt man halt leichter mit den Leuten ins Gespräch und man kann auch sehr viel Positives dann rausziehen. Ne? Und das ist so, würde ich sagen, also die Mentalität passt irgendwie schon sehr gut, ne? Würde ich schon sagen. Es gibt natürlich immer wieder Sachen, die stören einen, ist klar, das geht nie vorbei. Aber ich habe schon das Beste daraus gemacht, um so ein bisschen den ganzen aus dem Weg zu gehen, aber das klappt schon gut. Ne? Und man ist halt immer wieder, es gibt Leute, die entfremden sich halt mit ihrem der von ihrem Ursprung, das kann man mir nicht sagen. Ne? Und, also ich muss schon sagen, ich bin relativ gut zugänglich. Ich habe nie Probleme, wenn mich jemand fragt, soll ich ihm helfen oder kann ich ihm helfen mit meinen Möglichkeiten, mache ich das, klar, warum nicht? Vor allem, was mir auffällt, das passt ganz das Thema, ja. Was mir jetzt auch auffällt, nach so vielen Jahren, dass ich kenne jetzt einige Deutsche, die jetzt, sage ich mal, vergleichsweise 24 Jahre in den USA leben, die haben schon diesen USA-Akzent in ihrem Deutsch drin. Sie sprechen schon ein bisschen mit einem anderen Akzent. Ich könnte das ja auch arbeiten. Ach so, gut, weil ich dachte jetzt, phänomenal, also ohne heiße Kartoffel. Ja. Gut, ja. Nee, ich meine, ich finde das toll, ja. Wie oft haben Sie denn die Chance, Deutsch zu sprechen? Ich habe noch nie richtig Hochdeutsch gesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte also, das Glück hatte ich vielleicht nicht, dann sagen wir, akzentfreies Hochdeutsch zu sprechen, aber das brauche ich auch gar nicht. Ne? Ich stehe nämlich zu meinen Wurzeln und so. Und wie oft habe ich die Gelegenheit? Ja, ich rede halt so regelmäßig mit Freunden, ne? Aus dem Saarland, aus da, wo ich herkomme, da haben die Bande existieren und ich habe auch hier so einen kleinen, sagen wir mal, so einen Treff. Jetzt bei Corona ist jetzt ein bisschen runtergefahren worden, aber außerdem mit meinen Kindern spreche ich nur Deutsch. Ne? Also meine Tochter, die ist also die passive Sprachkenntnis, die war auch schon zweimal mit nach Deutschland. Mein Sohn ist gerade dort, ne? Der ist studiert in Mainz. Ne? Das war eine gute Vorbereitung für die. Ne? Ich spreche halt ständig Deutsch, ne, würde ich sagen. Also habe ich nicht verlernt. Das, was gut. Ich konnte. Ne, ja, nur ist mir jetzt gerade aufgefallen, weil es gibt ja so ein paar, ich hätte es fast gesagt, es ist natürlich nicht zu vergleichen, die kommt nicht an sie ran, aber Steffi Graf, die jetzt ja auch schon ewig in den USA ist, die hat ja jetzt wirklich diesen amerikanischen Akzent komplett drauf. Aber das ist jetzt schon mehr das Thema für Bunte Gala und die Brigitte auch für die Titelseite. Deshalb wechseln wir einfach mal in dem. Ich finde, das kommt von der inneren Einstellung her. Ne? Also wenn man da irgendwie keine Bande mehr hat, wo man herkommt, ne? Ich weiß nicht, wie es aus Baden, aber wo sie herkommt vielleicht, da hat sie vielleicht keine Beziehung mehr. Warum soll sie dann da irgendwie noch ihre Sprache dann pflegen oder
Also das ist bei mir ja nicht so der Fall. Aber es gibt Leute, also es ist schon beeindruckend. Ne? Ich hab mal so eine Anfrage gekriegt von einer brasilianischen Studentin, die wollte dann irgendwie ihr altes Diplom anerkannt bekommen. Die waren in Australien. Die hat die Muttersprache komplett verlernt. Ne? Also innerhalb von ein paar Jahren. Also das war irgendwie beeindruckend. Die hatte das total verlernt. Also das ist unglaublich. Also das ist, glaube ich, eine Einstellungssache. Es gibt Leute, die behalten das halt, und die anderen, die wollen damit nichts mehr zu tun haben. Die wollen auch nicht mal mit anderen, also mit anderen ihr Muttersprache reden. Also ich finde das irgendwie, warum soll man das machen? Brauche ich nicht. Ja. Gibt es in Ihrer Ecke Brasilien viele Saarländer oder sagen Sie, der nächste Saarländer wohnt 1200 Kilometer von mir entfernt? Also permanent wohnt hier keiner. Ne? Es ist unglaublich. Ich habe voriges Jahr habe ich einen getroffen hier. Der kommt, deine Mutter stammt aus dem gleichen Dorf. Der kam also und der lebt in New York. Ne? Also das war schon knallhart. Ne? Also der lebt permanent in New York, hat eine brasilianische Freundin kennengelernt. Ich stamme auch aus Victoria und dann hat er die besucht und dann habe ich den zufälligerweise, ich paddle so, aber das mache ich jetzt auch nicht mehr. Mhm. Und da kam der dann auch, ne? Und dann sagte der Lehrer stellte ihn dann vor, ja, der kommt auch aus Deutschland. Und dann, ja, hat er mich gefragt, wo ich denn herkäme, und dann habe ich aus dem Saarland. Und dann sagte er, ich komme auch aus dem Saarland, wie komme ich aus dem Saarland? Dann, irgendwie ging das Gespräch dann immer weiter und später hat er mir dann gesagt, dann hatte ich das im Saarland schon rumgesprochen, dass ich den getroffen habe. Ich habe das nämlich niemandem gesagt. Im anderen Dorf hatte ich das dann rumgesprochen. Okay. Und dann hat er mir gesagt, ja, die haben mir schon gesagt. Und das war unglaublich. Ne? Und da hat er gesagt, ja, meine Mutter, die kommt auch aus. Also ich habe mal ausgerechnet, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 30.000. Ne? Also das war so die Wahrscheinlichkeit, dass einer aus dem gleichen Dorf mal nochmal hier trifft. Ne? 8 Millionen Deutsche, ne? 1 Million Saarländer. Ja. Das war schon beeindruckend. Aber es wohnt jetzt keiner permanent hier. Ich kenne also keinen. Es waren welche mal da. Die hatten direkt diesen Vielleicht ja. kurzer Einwurf. Gerne. Also wir als Stiftung sehen das immer so, wenn wir einen Saarländer haben oder einen Saarlandfreund in dem jeweiligen Land, in dem Fall in Vitória, Brasilien, dann ist das eigentlich schon unser Vertreter. Und das reicht uns, damit wir sagen können, da ist ein Repräsentant und der kann das Saarland in seinem persönlichen Netzwerk dann entsprechend bekannt machen. Also hier in dem Fall ist es ja, soweit ich das weiß, hat der Professor Rauber ja auch deutschsprachige Freunde, die sich, glaube ich, auch zum Stammtisch treffen. Und oder vielleicht dann auch andere brasilianische Freunde, die man sieht. Und dann kann man aber immer im Gespräch auch das Saarland mal erwähnen. Und ich weiß nicht, dann nochmal die Frage an den Professor Rauber, wie sieht es aus? Gab es solche Gelegenheiten immer wieder in der Vergangenheit? Selbstverständlich. Ne? Also ich habe diese Kontakte, die habe ich immer gepflegt und ich mache immer Werbung für das Saarland, auf jeden Fall. Ne? Und es ist auch eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Ne? Sie sprechen sich mal aus. Das sind wie viel Leute aus dem Saarland wohnen nicht permanent in Deutschland? Das sind relativ wenige. Ne? Und sie sind über die ganze Welt verteilt. Sie wissen das ja. Ne? Sie haben hier ihr Netzwerk. Und die Wahrscheinlichkeit, dass halt zwei Leute in dieser Stadt wohnen, die aus dem Saarland kommen, ist sehr gering. Das ist klar, das ist eine reine Rechenaufgabe. Ne? Das wäre jetzt halt goldisch gewesen. Ne? Das ist klar, aber das ging dann eher bei, sagen wir mal, ich würde sagen, Großstädten wie São Paulo oder Rio. Da gibt es schon ein paar. Ne? Also da zum Beispiel in São Paulo, weiß ich, da gibt es mehrere Saarländer, glaube ich. Aber das sind halt schon Städte, die sind ein bisschen größer. Das sind halt zehnmal so groß wie vorher. Ne? Das ist jetzt gerade eine kleine Stadt. Ich mache mal ein paar die Tür zu, weil hier ist gerade ein Nebengeräusch hier. Einen Moment bitte. Okay, so. Das macht nichts. Arzt, dann eine Frage. Ja, er hat mal noch eine Frage an Sie, weil Sie das jetzt schön erklären, dann klar, das heißt, Sie sehen dann eigentlich schon mehr diese Transportierung, wie toll das Saarland ist in all seinen Facetten, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Technologie und so weiter ins Ausland, oder haben Sie in einem Ihrer Blöcke auch drinstehen, dass Sie gerne auch die Saarländer unterstützen wollen, wenn jetzt einer sagt, Mensch, der Herr Rauber, der hat mich jetzt so beeindruckt, ich will zwar nicht studieren, aber ich würde gern irgendwas aus meinem Sujet in Brasilien machen,
der könnte mir doch helfen. Wäre das so der Ansatz? Ja, also vom Konzept her sind wir genauso aufgestellt, dass eben, ich sag mal, der Professor Rauber jetzt seine Fachthematik hat mit Informatik, klar. Aber wenn jetzt eine Anfrage käme, dann denke ich, ist er Max genug, wie es hier heißt, sagen, ich habe ein Kontaktnetzwerk und ich frage mal jemanden, vielleicht in einer anderen Branche, der sich auskennt, der aber zu meinem persönlichen Netzwerk gehört und der könnte helfen. Also das saarländische Prinzip, ich kenne einen, der kennt einen, der hilft, international gedacht. Das ist eigentlich ganz praktisch gesprochen, die Idee und die wissenschaftliche Idee, und das hatten Sie ja vorhin angesprochen, ist diese emotionale Globalisierung, die wir wissenschaftlich andocken an Matthias Horx, diesen Trendforscher, Zukunftsforscher. Und der hat eine Studie jetzt vor kurzem, also ein, zwei Jahren, rausgebracht, die besagt, Siegeszug der Emotionen. Das heißt, wir werden in Zukunft, gerade was auch die Wirtschaft angeht oder überhaupt die Gesellschaft, wird sich immer mehr auf emotionale Themen fokussieren. Warum? Weil der Mensch eben so angelegt ist, dass die Emotion trägt. Beispielsweise in der Werbung wissen wir das ja, das Auto, das beworben wird, da wird sehr viel mit Emotionen gearbeitet und letztendlich entscheidet dann auch das Image und die Emotion über den Kauf des Produkts. Und auch hier sagen wir, die Saarländer in aller Welt und die Freunde des Saarlandes in aller Welt, die müssen oder die sollen oder es wäre gut, wenn die emotional aufgeladen sind, um so diesen Gedanken des Saarlandes zu transportieren. Und das kann man dann, wie schon erwähnt, auch in allen Bereichen. Also der eine ist im Bereich Wirtschaft stark, der andere im Bereich Wissenschaft oder Kultur, Sport, überhaupt in gesellschaftlichen Bereichen. Und so stellen wir uns das vor. Es hat, so wie der Professor Rauber, jemand sein Schwerpunktgebiet, aber man kann auch vermitteln in andere Bereiche. Okay, dann nochmal die nächste Frage an Herrn Professor Rauber, weil das jetzt spannend ist, weil wir sind jetzt online, wir sind virtuell unterwegs, sind Informatiker über die Zeit. Das Thema der Digitalisierung, Startups, so wie das jetzt in Deutschland jetzt mal endlich nach 20 Jahren erkannt und besprochen wird, ist das auch ein Thema in Brasilien, wo Sie sagen, die Digitalisierung, das steht jetzt ziemlich vorne und auch die Brasilianer wollen in diesem Bereich Startups im IT-Bereich stark unterwegs sein. Sie schmunzeln schon so freundlich, jetzt bin ich mal auf die Antwort gespannt. Ja, genau. Ich wollte Ihnen sagen, also das sind vielleicht so Klischees, ne? Hier, die Leute, die sind nicht so, aber die sind extrem kommunikativ, ne? Die Brasilianer. Und deswegen, die saugen diese neuen Technologien, saugen die richtig auf. Ne? Wenn Sie mal gucken, die meisten User, ne, von irgendwelchen Netzwerken, oder also gibt es viel mehr als in Deutschland. Ne, oder hier wird auch, sagen wir mal, da wird ein deutscher Datenschützer wird den Kopf schütteln, ne, das Ergebnis von der Untersuchung vom Arzt wird da per WhatsApp verschickt. Muss ich zugeben, habe ich auch schon gemacht. Klappt auch wunderbar. Ne. Ich hab das Ergebnis bei WhatsApp, das wird geantwortet. Deutschland ist denkbar. Ne? Das hat zwei Seiten. Ne? Sagen wir so. Aber wir sagen, die Brasilianer sind extrem kommunikativ in der Beziehung. Die arbeiten auch sehr viel mit diesen Sachen. Ne? Die machen also wirklich ein Geschäft draus. Das klappt auch wunderbar. Und ein Start-up zum Beispiel, einer unserer Ex-Studenten, der hat so einen Bezahldienst aufgemacht. Heißt PicPay. Ne? Das ist so wie Google Pay. Das hat hier jeder. Also wenn ich Ihnen jetzt 5 brasilianische Real überweisen will, dann halte ich Ihnen den QR-Code entgegen oder umgekehrt, ich Ihnen, und dann überweise mir dann die 5 Real oder so. Das ist also dermaßen unkompliziert. Oder wollen eine Kokosnuss am Strand kaufen, da hat er auch sein Feedpay. Ne? Zahlen Sie mit dem Smartphone, bezahlen Sie halt die Kokosnuss, ne? Weil Bargeld ist umständlich, jetzt sowieso mit Corona eher nicht so empfehlen. Ne? Und die Leute sind extrem technologisch ausgerichtet. Das ist also kein Zweifel. Ne? Die kommunizieren sehr viel, sind sowieso sehr kommunikativ und sind immer vorne, was geht. Sind selber keine großen Produzenten von Hochtechnologie, weiß man ja, aber Nutzer davon. Ne?
Und ich wollte auch sagen, jetzt zum Beispiel in meinem Fach, das ist asymmetrisch. Ich kann den deutschen Forscher wahrscheinlich nicht so viel bieten, weil wir haben nicht so irgendwelche Equipment oder aber Know-how, klar, ist immer da, ne? Und ist eher asymmetrisch. Also wir können weniger bieten als, sagen wir, die deutsche Seite oder die saarländische Seite, ist klar. Aber das ist halt so, ne? Da habe ich jetzt keine großen Ambitionen, da jetzt irgendwie gleicher Ebene zu stehen, ne? Aber wir nutzen auch sehr viel jetzt gerade, das ist jetzt eine neue Erfahrung, also eine extrem neue Erfahrung, die ich erst seit, sagen wir mal, seit voriger Woche gemacht habe, dass ich jetzt Sachen online mache, ne? Vorträge und auch Unterricht gebe, ne? Das klappt wunderbar. Also es ist wirklich, also ich würde sagen, das klappt besser als präsent, ne? Weil die Leute, die sind erstmal, die müssen mehr aufpassen, ne? Und das Feedback funktioniert auch wunderbar und sie können auch sehr viel sagen. Problem ist halt die Benotung, ne? Da muss ich noch dran arbeiten, ne? Aber die mündliche Prüfung habe ich immer gemacht mit Leuten, die sind fortgeschritten, ne? Habe ich nur mündliche Prüfung gemacht, das klappt jetzt auch perfekt, also per Videokonferenz, ne? Und da würde ich sagen, da wird sich einiges noch tun in Zukunft. Diese Erfahrung mit den Umständen hier in Corona und so, das wird die ganze Infrastruktur verändern. Meiner Meinung nach zum Positiven. Ne? Natürlich gibt es irgendwelche Disziplinen, es gibt irgendwelche Studienfächer, da ist es halt nicht so einfach. Ne? Wenn Sie ein chemisches Experiment machen müssen oder Feldstudie irgendwo rausgehen, ne? Da ist das nicht so einfach. Ne? Aber viele Dinge, viele Disziplinen, die können davon profitieren, auf jeden Fall. Und sie können den Leuten, können viel näher sein, was hier Zeit vergeudet wird, mit den übervollen Bussen da stundenlang durch die Gegend zu fahren. Wenn die Leute einen einigermaßen guten Internetanschluss haben, das kommt auch immer mehr. Es hat bei uns auch fast jeder Glasfaseranschluss. Ne? Ich habe jetzt leider keinen irgendwie an dem Gebäude, haben sie noch, da sind sie noch am Umarbeiten, aber das kommt auch demnächst. Ne? Weil sie sehen ja, es funktioniert auch relativ gut. Ne? Und da tut sich noch einiges in der Beziehung. Also dieser Unterschied, technologische, der verschwindet immer mehr. Aber es ist halt kein Hochtechnologie-Land, das ist klar. Aber auf jeden Fall funktioniert es. Und unsere Art und Weise, zu unsere Mission zu erfüllen, die funktioniert wunderbar. Ne? Würde ich schon sagen. Es wird natürlich ein bisschen schwieriger, aber es klappt. Würde aber heißen, wenn in Brasilien digitale Medien, Apps oder Anwendungen so gut genutzt wird, könnten Sie ja fast die Aufforderung an Herrn Harz machen, bring mir gute Startups aus dem Saarland mit guten Applikationen und wunderschönen Gadgets. Ja, da ist ein Markt. Ja, selbstverständlich ist der da. Klar, wenn jemand kommt mit einer guten Idee, das funktioniert immer. Ne? Das ist, natürlich, klar, müssen wir Leute vor Ort kennen, aber ich kann auch sagen wir mal, ich kann bewerten, ob sich das irgendwie lohnt. Ne? Ich gebe auch keine irgendwelche unrealistischen Empfehlungen, aber ich prüfe das dann vorher, sagen wir mal, das ist oder da ist was faul, da würde ich nicht empfehlen und so, das ist klar. Ja. Dann gibt es sowas wie eine brasilianische DSGVO? DSGVO, was ist eine DSGVO? Ja, sehen Sie, das fragen wir uns permanent. Ja, das ist die neue Datengrundschutzverordnung. Ja, da gibt es klar, sicher, aber wie gesagt, da gibt es halt andere Probleme und die Leute, die achten nicht so sehr auf diese manche Sachen in der Beziehung. Ne? Datenschutz, man lernt dazu, weil es gibt schon einige Problemchen, ne? Dass die Leute, die ihre Daten so einfach rausgeben, wenn sie zum Beispiel irgendwo wegen Sicherheitsproblemen sich irgendwo in so einem Hochhaus registrieren, wollen da rein, wollen irgendwo hingehen, dann müssen sie erstmal sich ein Foto machen lassen von sich, einen Fingerabdrücke abziehen und das wird dann wirklich drauf, also verkauft nachher irgendwo hin. Also da bin ich mir ganz sicher, aber das wird auch besser. Vielleicht da noch ein kurzer Hinweis. Da geht auch ein langer Hinweis. Wir haben ja jetzt
Das ist vielleicht etwas, was der Professor Rauber noch nicht weiß. Wir haben jetzt den Innovationscampus in St. Ingbert neu eröffnet mit Start-ups, wo das DFKI mit dabei ist und auch das Hyspa. Und da wird die Start-up-Szene sich jetzt auch entwickeln. Also das heißt, auch da könnte man sich vorstellen, dass eben brasilianische Start-ups und saarländische dann einfach sich mal austauschen, weil war ja gerade erwähnt, dass die Kommunikation sehr gut ist. Also da, denke ich, können wir auch Kontakte einfach mal herstellen und dann hoffen, dass sich so eine internationale Start-up-Kooperation zu einer gewissen App, zu einem gewissen Thema auch entwickeln könnte. Auf jeden Fall. Es gibt, ich kann Ihnen da auch zum Beispiel, ich bin jetzt nicht so gut wie er, ein Kollege von mir, der ist wirklich sehr gut, ne? Der kennt sich in diesem Bereich sehr gut aus. Das ist also der führende Mann in Brasilien für das autonome Fahren. Was er also geleistet hat, er hat wirklich ein Auto jetzt 70 Kilometer hier durch die schlechten Straßen alleine fahren lassen, ne? Und hat mit der Embraer, das ist dieser Flugzeughersteller, mit denen hat er ein Projekt mit einem autonomen Flieger und so. Und der Mann, der hat ja auch die Leute, diese Start-up, der hat selber Start-ups auch schon initiiert, ne? Zum Beispiel so ein kleines, sein Plan ist ein Flugtaxi. Und er träumt immer ziemlich, also er fliegt ziemlich hoch, ne? Muss ich schon sagen. Und das ist auch der richtige Mann für, also ein wirklich gutes Projekt käme, ne? Und will das dann irgendwie hier, ich kann dem also dann was vorstellen. Und absolut kein Problem, ne? Also ich die Kontakte, deswegen dafür bin ich ja da, ne? Wenn irgendjemand interessiert ist, wenn jetzt Start-ups bin ich hier zur Verfügung, auf jeden Fall. Zeit habe ich auf jeden Fall. Mach ich mich. Das klingt toll. Herr Harz freut sich auch schon und schreibt jetzt alles mit und macht nachher eine Telefonkette und einen Kettenbrief. Ich bin nicht mal gespannt, wie oft. Auch nur WhatsApp-Gruppe zu machen. Eine WhatsApp-Gruppe, ja, das ist. Ja, das wird man hier machen, eine WhatsApp-Gruppe. Ja, gut, das können wir in Deutschland auch, wenn wir unsere Telefonnummer und unseren Namen nicht verwenden. Und dann können wir in Deutschland auch eine WhatsApp-Gruppe machen, ne? Also das ist schon, ja, aber das heißt, wenn ich das so richtig höre, bevor wir nochmal zu Herrn Harz gehen, weil ich es halt schon spannend finde, die haben also in neuen Projekten umzusetzen in Brasilien nicht so die Problematik wie die Berufsbetroffenen in Deutschland, die zuerst mal sagen, halt, nur nicht ausprobieren, jetzt müssen wir erst mal drüber diskutieren und vielleicht ist das ja ganz schlimm. Das heißt, sie haben da ein leichteres Leben im Ausrollen der Digitalisierung? Zweifelsohne, da bin ich mir ganz sicher. Also das kann ich hundertprozentig bestätigen. Also da, was man da manchmal erlebt, ne, ich darf Ihnen das da nicht mitteilen, wenn ich so manche Kontakte habe mit Deutschland, ich darf Ihnen das nicht mitteilen aus Datenschutzgründen und so. Ne. Okay, das ist halt, das wäre hier nicht so denkbar, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen eigenen Familienangehörigen irgendwas nachfrage, als nicht besonders delikate Informationen, weil, also das ist jetzt wäre kein Problem. Und in der Beziehung ist das Thema eher, machen wir mal und dann sehen wir nachher, ob es Probleme gibt. Ne? Nicht vorher versuchen, alle Probleme irgendwie vorherzusehen, und dann ist glaube ich, der Bremsklotz ist dann riesig nachher. Ne? Dann klappt es irgendwie nicht deswegen. Also in der Beziehung in Deutschland ist auf einem schlechten Weg, muss ich mir gerade ehrlich sagen. Ne? Also was da, also richtige Macher, die haben es da extrem schwer, würde ich sagen. Ne? Also kann man schon sagen. Ja. Wenn man sich anguckt, wo die ganzen Hochtechnologie-Sachen sind, sind halt nicht, also die ganzen kommerziell erfolgreichen Sachen, die sind alle nicht in Deutschland, fast alle nicht, mit wenigen Ausnahmen. Hm. Silicon Valley oder China oder so. Ja. Da bin ich bei Ihnen. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, werden wir das Internet der Dinge auch noch verpennen, so wie wir Web.1, Web.2 und alle Plattformen verpennt haben. Da bin ich bei. Theoretisch können Sie, er hat es ja schon verklagen, weil er mir einfach Ihre E-Mail-Adresse geschickt hat. Ja, oh. Das darf er ja. Ich mache jetzt sofort den Prozess, spreche ich jetzt an. Deswegen, ich würde das nie machen. Ne? Ja. Sowas in der Art, das ist einfach, was soll das? Ne? Ja. Aber klar, er muss schon vorsichtig sein, ja, beziehungsweise es gibt immer wieder Leute, die sind halt, die haben bestimmte negative Charaktereigenschaften, von denen muss man sich ein bisschen achten, das ist immer so. Ja. Aber, ja,
Gut. Jetzt habe ich Herrn Hartzmann noch mal dazu. Wir wollen ihn ja nicht vernachlässigen, aber Sie merken, Herr Hartz, mit Herrn Rauber kann man, wir könnten jetzt rund um die Uhr hier weitermachen. Ich glaube, uns würden die Themen auch gar nicht ausgehen. Das ist richtig nett und charmant. Aber ist das zum Beispiel für die SAS Foundation irgendwo ein Bremsklotz, wo Sie sagen, das behindert uns beim Ausbau und bei der Kommunikation mit unseren virtuellen Saarlandbüros oder mit dem Austausch? Merken Sie da irgendwas oder sagen Sie, Sie könnten trotzdem da unbefangen frisch ans Werk die Kontakte knüpfen? Ja, also ich habe jetzt vor 2-3 Tagen noch mit einem Saarländer aus in der Nähe von Shanghai gesprochen und beziehungsweise gechattet. Und da war so ein kleines Problem, dass man gesagt hat, Mensch, eigentlich über Skype geht das hier schlecht, weil die chinesische Firewall das nicht zulässt. Ich habe hier ein entsprechende Technik mit VPN und tralala, wo ich das dann trotzdem schaffe. Ja. Wir haben es dann hinbekommen und da bin ich jetzt ganz stolz drauf, dass wir jetzt gemeinsam WeChat nutzen. Das ist ja das chinesische WhatsApp, wenn ich das so sagen darf. Und da sieht man schon, es ist dann doch nicht so einfach. Ich glaube auch, aber das weiß der Professor Rauber besser, es hat auch jedes Land, auch Brasilien, zu seiner eigenen, wie soll ich sagen, Social Media App, dass man sagt, hier bei uns in Brasilien wird vornehmlich eigentlich die genutzt und auch in Russland wird ein eigenes Social Media System genutzt. Also da fängt schon an mit der Kommunikation. Dann ist der nächste Punkt und deswegen sind aber auch die Leiter der Saarlandbüros da und wie Sie auch sagen, die Teamleiter, dass man diese kulturellen Unterschiede, die da sind, die jetzt auch hier im Gespräch immer angeklungen sind, dass man die auch ausräumen kann, dass man sagt, okay, die brasilianische Mentalität ist so und so, wie vorhin geschildert, die deutsche ist so, wie kriegen wir jetzt diesen Brückenschlag hin? Das heißt, nicht nur die technologischen Voraussetzungen muss man eigentlich klären, sondern auch die kulturellen. Und dann kommt man zum nächsten Schritt, den wir ja auch quasi immer im Hinterkopf haben, wenn man sich kulturell ausgetauscht hat, vielleicht mal ein kulturelles Projekt gemacht hat, sich persönlich kennenlernen, dann kann man auch mal überlegen, gibt es wirtschaftliche Kontakte und dass wir dann eine Plattform bilden, so wie gerade auch beim Start-up besprochen, wo sich Wirtschaftsunternehmen dann kurz schließen. Und die Stiftung hat die Funktion einer Kontaktplattform, die Kontakte zusammenführt, aber alles immer vor dem Hintergrund der, ich sag's mal, emotionalen Wirtschaftsförderung, die eine Vorstufe ist dieser klassischen Wirtschaftsförderung. Das heißt, wir fragen immer, wer mag das Saarland? Wir schauen immer auf die Emotionen, haben dann die entsprechenden Kontakte und über die Kontakte kommen dann die Themen. Das ist spannend. Aber vielleicht, weil wir jetzt so toll mit Friede, Freude, Eierkuchen unterwegs sind, vielleicht mal noch ein paar spannende Sachen. Wie merken Sie denn, Brasilien ist jetzt eigentlich mit dieser Corona-Pandemie absolut gebeutelt. Also wenn wir den deutschen Nachrichten vertrauen können, haben Sie da jetzt irgendwie eine Veränderung in der Mentalität der Menschen im Umgang miteinander, in kommunikativen Dingen gemerkt oder trägt der Brasilianer diese Pandemie stoisch vor sich hin? Ja, also man beobachtet wahrscheinlich die gleichen Verhaltensweisen wie auch sonst wo. Es gibt diese Egoisten, denen ist das völlig egal. Ne? Und es gibt Leute, die passen eher drauf auf, ne? dass kein Risiko eingehen. Und es ist, sagen wir mal, wir hier gerade bei uns passen das sehr, sehr auf. Ne? Und auch unsere Uni, die hat noch immer alles auf Remote umgestellt. Ne? Und das wird sich erstmal im nächsten Semester zeigen. Das funktioniert also, wie gesagt, schon ganz gut. Aber so im tagtäglichen Umgang, klar, da hat sich jetzt einiges verändert. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen, habe ich den Eindruck, gewonnen, dass die Leute meinen, es wäre vorbei. Es ist aber nicht vorbei. Ne? Da werden wir halt vielleicht die Rechnung dafür kriegen, ne? In den nächsten Wochen oder so, in den nächsten Monaten. Aber es war halt, ich weiß nicht, ob der einzige Parameter ist, wie viele Leute jetzt auf der Intensivstation gerade liegen. Ne? Also die Leute sind unvernünftig, teilweise geworden. Wenn sie es nicht schon vorher waren. Ne? Mhm. Aber
sagen wir so, im Allgemeinen, die Mentalität wurde jetzt nicht besonders beeinflusst, ne? Würde ich nicht sagen. Also die Umgangsform schon ein bisschen, ne? Da man ein bisschen, also ich habe schon Kollegen, oder besser gesagt zwei Kollegen, die wohnen direkt bei uns gegenüber. Das sind so, so die Kontaktpflege, weil die leben praktisch im gleichen Ambiente wie wir und gehen auch nicht raus. Ne? Aber so jetzt die weiterläufigen Kontakte, so, das haben wir jetzt mal eingestellt. Wo haben wir erstmal abwarten, wie es da weitergeht. Aber so, sagen wir mal, so die zusätzlich zu den anderen Problemen, die jetzt da waren, ne, mit den politischen Problemen, kam das dann auch dazu. Ne. Aber das wird auch der Basilianer ist auch an Krisen gewöhnt. Ne. Also, das geht auch wieder vorbei. Ne. So fatalistisch ist der jetzt nicht. Ne. Das ist schon die Mentalität, also irgendwie klappt es immer, ne, so ungefähr. Also, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht, wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Ne. So, so die Mentalität. Das klappt dann irgendwie. Kann man schon sagen, dass es also nicht besonders gelitten hat jetzt. Das ist jetzt ist spannend, vielleicht dann auch die Frage an der Herr Harz. Ich meine, jetzt diese Pandemie ist ja eine weltweite Geschichte. Wir sind ja Gott sei Dank, ich klopfe mal auf Holz, ich hoffe, man hat es gehört, ja jetzt nicht die gebeutelsten in Deutschland, auch wenn man jetzt, sag ich mal, auch in Europa sich rumum sieht. Ja, da ist ja, glaube ich, jetzt der Hotspot eher Spanien. Im Moment liegen wir ganz gut. Haben Sie trotzdem jetzt so, merken Sie, dass wenn Sie jetzt als SAS Foundation so durchs Land gehen, mit Menschen reden, versuchen für diese tolle Idee Saarländer helfen Saarländer und jetzt weltweit immer jetzt noch begeistert sind oder hören Sie jetzt eigentlich, lassen Sie uns jetzt mal in Ruhe, jetzt warten wir erst mal, bis die Pandemie vorbei ist, das ist ja sowieso alles ganz furchtbar. Ja, also da ist es in der Tat so, dass natürlich die Corona-Pandemie ihre Auswirkungen zeigt. Zum einen hier im Saarland, dass die kleinen Unternehmen sagen, haben jetzt wirklich andere Sorgen, als hier sich so um so ein Netzwerk zu kümmern. Auf der anderen Seite bieten wir aber auch als Netzwerk Chancen und die sieht man vielleicht so im ersten Pandemieschock nicht. Aber auch umgekehrt, wenn wir jetzt nicht nur hier im Saarland mit Unternehmen sprechen, sondern wenn wir Kontakte knüpfen in andere Länder. Ich weiß jetzt, wir hatten eine Mitarbeiterin sehr gute Kontakte nach Australien oder Kanada. Und auch gerade in Australien, Corona und auch diese Waldbrände in Kombination haben es jetzt verursacht, dass die Leute sich erstmal auf diese Problemfelder konzentrieren und eben nicht im Kopf haben, ich sag mal, für diese Thematik Saarlandbüro, die zwar sehr spannend ist und auch, ich sag mal, was bringen kann, aber man muss dafür den Kopf frei haben. Man muss quasi ein gewisses Standing haben, also dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Einkommen, das mich ernährt und habe den Kopf frei für diese Thematik und kann darauf aufbauen. Beim Professor Robert ist das der Fall, glücklicherweise. Und deshalb müssen wir jetzt uns noch mehr anstrengen, dass wir genau diese guten Kontakte, diese Qualitätskontakte herausfiltern und deswegen auch unsere Kampagne, die wir jetzt in Social Media angestoßen haben, um auch da über, ich sag mal, Social Media und wenn es dann jemand weiß, Social Media auch zusätzlich über Mundpropaganda das nochmal gut zu tun, also auch in vielen Ländern. Könnten Sie sich dem so anschließen, Herr Rauber? Selbstverständlich leiden, sagen wir, besonders die auf physischen Kontakten aufgebauten Geschäftsideen und die leiden das jetzt besonders, ne? Und auch was mit Touristik zu tun hat, ne? Und Gastronomie, das ist klar, das sind Sachen, die leiden jetzt besonders. Aber es gibt auch Geschäftstätigkeiten, die völlig immun sind, ne? Und die sind schon immun gegen das Virus, ne? Solche Leute, die halt das Privileg haben, dass sie bestimmte Arbeiten von zu Hause aus machen können oder ihre Arbeit von zu Hause aus machen können, ohne dass sie jetzt zu sehr leiden hinter der ganzen Sache. Diese Aktivität, die können so weitergehen. Ne? Das ist also leider nicht besonders jetzt unter der Pandemie. Ne? Aber ich meine, wir müssen uns darauf einstellen. Das wird nicht mehr so, wie es vorher war in der Beziehung. Ne? Also sagen wir mal, ganz verschwinden jetzt nicht, aber
Okay, ich werde es schon ein bisschen normalisieren, aber man konnte sich schon darauf einstellen. Man kann auch jetzt die guten beiden Personen rauszuziehen, was an Technologien jetzt so sichtbar wurde, was vorher eigentlich nicht vorstellbar war. Ne? Das sind einige Sachen, die sollte man dann behalten, wenn sie gut waren. Ne? Ich glaube auch, dass viele Dinge, gerade jetzt im digitalen Bereich, die jetzt plötzlich hypen, freuen sich ja schon einige nach dem Motto, wenn es irgendwann nochmal normal wird, ist das alles weg. Aber ich glaube, viele Dinge werden überhaupt nicht verschwinden. Eher werden sie noch effizient nach vorne ausgebaut. Also jeder, der jetzt meint, irgendwann rufen wir uns nochmal mit dem grauen Telefon mit der Wählscheibe an und schicken einen Fax, ja, glaube, das wird nicht mehr kommen. Haben Sie eigentlich noch einen Fax? Also ich habe keinen Fax mehr. Ja. Ich kann Ihnen mal sagen, was mein Wunsch wäre für den technologischen Fortschritt. Das würde mich freuen. Also ja. Ich wohne am Saarland und dann rufe ich mein autonomes Fahrzeug und sage, fahr mich mal jetzt irgendwo hinten. Weil ich wohne im Landesinneren. Ne? Ich lebe hier in einem kleinen Dorf, also in einer großen Stadt. Aber eine große Stadt ist jetzt gerade so ein Event. Ne? Und dann sage ich zu meinem autonomen Fahrzeug, fahre mich mal gerade dahin. Das fährt mich dann dahin. Und wenn ich sonst irgendwas zu erledigen habe oder ich irgendwas einkaufe, was jetzt gerade nicht überall zu kaufen ist, okay, das geht ja heute schon mit dem Internet, aber das ist so mein Wunschdenken. Ne? Und da gewinnt auch das Saarland durch wahrscheinlich. Ne? Weil es ist halt so organisiert, ne? Kleine Dörfer, das sind eher so Viertel, ne? von irgendwelchen größeren Einheiten, aber da gibt es halt bestimmte Distanzen dazwischen. Und diese Distanzen, wenn man auch älter wird, ne? Ich werde auch älter und dann irgendwann will ich nicht mehr Auto fahren, aber ich will nicht darauf verzichten, da jetzt irgendwo hinzukommen, dann sage ich, hey Auto, fahr ich mal irgendwo hin, ungefähr, das ist so mein... Das wäre cool, ne? Also ja, Sie können ja mit Ihrem Flugtaxi dann auf dem Flugplatz Marpingen starten. Ja, das ist vielleicht zu komplex, ne? Dann die Herausforderung. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn das 5G-Netz, wenn das mal richtig funktioniert und dann noch kleinere Verbesserungen an der Software und an der Hardware von den Autos, dann ist das gar nicht mehr weit her. Ne? Also bin ich mir ziemlich sicher. Also das kommt mit Sicherheit. Haben Sie die Hoffnung, dass das in Deutschland jetzt aus der Ferne betrachtet, dass wir das mit dem 5G-Netz in der Fläche noch alle konstruktiv erleben? Es wäre dumm, wenn man das nicht macht. Ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt von Huawei ist oder von sonst jemandem, aber Hauptsache das Ding kommt her, ne? Weil das ist einfach, dann gibt es keine langsamen Internetverbindungen mehr, das ist alles vorbei dann. Und außerdem kann man auch dann diese Sachen machen, ne, diese Autos steuern von überall. Sagen wieder andere, das ist dann wieder gefahren, aber ich traue lieber so ein System als irgendwelchen Leuten, die ein bisschen heißblütig sind, die auch im Autoverkehr teilnehmen. Ne, dann traue ich lieber so ein System, ne, dass es mich durch die Gegend fährt. Ne, das ist irgendwie sicherer. Und also, dann, also besser digital wie Testosteron. Ja, genau. Also, und das gilt besonders für hier. Ne? Ich bin bis heute noch nicht in Frage gekommen mit der Mentalität im Straßenverkehr. Ne? Also ich hatte irgendwie so ein Bedürfnis nach Sicherheit und das ist irgendwie ständig, ne, das hier aggressiv im Gang. Ne? Also Sie haben mehr das Windhund, ja, mehr das Windhundprinzip auf brasilianischen Straßen. Wer zuerst da ist, hat gewonnen. Ja, und genau. Und deswegen wäre ich froh, wenn die nicht mehr selber fahren dürfen. Also wir mit Sicherheit würden weniger Leute im Straßenverkehr umkommen, wenn die Leute nicht mehr selber fahren dürfen. Ne? Weil die Straßen sind schlecht, ne? die Kontrolle funktioniert nicht so gut und dann ist schon gefährlich. Ne? Bevor wir nochmal, weil das treibt mich ja auch um, sonst kann ich das Gespräch nachher ja gar nicht beenden, weil ich dann nur damit nicht schlafen könnte, das wäre relativ furchtbar. Mhm. Ja, was uns in Deutschland, glaube ich, so unheimlich erschüttert und berührt, ist, wenn die Medien in Deutschland darüber berichten, was da an Urwald und an Bäumen und so weiter im Moment exzessive in Brasilien verschwinden, die Brände, die gelegt werden, alles, was da passiert und wie sich es natürlich aufs Klima auswirkt.
Spüren Sie irgendwie, weil dem Präsidenten, Sie müssen nichts gegen den Präsidenten sagen, Sie sind an einer Bundesuniversität, ja? Ich spüre was gegen den Präsidenten. Okay. Ach so, das machen die ja. Die wissen hier ja so in unserem Ambiente leben. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber trotzdem natürlich. Ja. Gibt es da eine Sensibilisierung, dass jetzt irgendwo die Brasilianer selbst merken, bei aller Gewinnung von Acker und Anbaufläche oder sonst was, dass das auf Dauer eigentlich nicht geht, dass man seine eigene Natur und seinen Wald so ruiniert? Dreht sich da was oder sagen Sie, das ist denen noch alles egal? Nee, das ist erstmal, die müssen sich schon ein bisschen differenzieren. Also es gibt sehr viele Leute, die das genau, ich glaube, das Gleiche denken. Es ist nur die. Es gibt Gesetze und es gibt auch Gesetzes, was der Army Law Enforcement nennt, also Gesetzesanwendung oder die Durchsetzung des Gesetzes. Ne? Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Es gibt jede Menge Gesetze, die die Natur schützen. Ne? Nur es gibt halt so viele negative Kräfte, die dagegen arbeiten. Dann stellen Sie sich auch mal vor, jetzt da, wo es jetzt brennt, das sind von hier aus schätzungsweise 5000 Kilometer. Ne? Also das ist ein anderer Planet. Ne? Das sind ganz andere Welten, ne? In denen sich das Ganze abspielt. Ne? Und man kann von hier aus auch gar nicht viel machen. Ne? Sie können dann mit ihrer Stimme... Entschuldigen Sie, da muss ich mal die Tür hier zumachen. Die ist gerade aufgetrieben. Und dann... Dann ist man halt eben, sagen wir mal, machtlos gegen die viele Dinge. Natürlich, gerade die Regierung, die gerade dran ist, die so nach dem Motto von Trump, der hat ja genau die gleiche Mentalität, der hat auch diese indigenen Gebiete da in Alaska oder das ist ihm alles egal, hauptsache die Kohle kommt, ne? Das ist halt eben, das kann man von hier aus versuchen zu bekämpfen, aber zum Beispiel was gewirkt hat, weil es diese Androhung des Boykotts, ne, wenn ich aufhöre, dir den Urwald zu abzufackeln, dann kaufen wir euer Rindfleisch nicht oder so. Das wirkt, weil bei Geld es hört immer der Spaß auf, ne, und dann, wenn sie da merken, jetzt können wir nicht mehr so, und das ist auch sehr heterogene Dinge, die sich da entwickeln, da gibt es also die ganz kleinen Landwirte, die vielleicht nach alter Tradition da mal weiter expandieren in die unbewohnten Gebiete. Da gibt es ja die großen Barone, ne, die Rinderbarone und die ganzen Großgrundbesitzer und die sind halt alle verbandelt mit der. Das sind so wie, wenn Sie zum Beispiel den Film mit Leonardo DiCaprio oder Django Libre, wie heißt der hier, der Django. Der Leonardo DiCaprio, der spielt dann so einen Großgrundbesitzer. Ne? Diese Typen, die gibt es ja noch jede Menge. Ne? Das ist alles egal. Hauptsache sie machen ihr Geschäft, ne? Und alles andere ist völlig egal, ne? Wenn der jetzt abgefackelt wird oder nicht. Ne? Und diese Leute haben momentan halt eben viel zu sagen. Ne? Und auch in der Regierung. Ne? Die sind da so eine Lobbygruppe, ne? Diese Bruder Alista, ne? Die Großgrundbesitzer, die haben. Und das ist alles nicht so, das läuft alles nicht so optimal in der Beziehung. Also die selbst Leute, die Willen haben, das zu bekämpfen, die haben sich so einfach. Mhm. Aber ich glaube schon, dass sie irgendwann kommen sie dann auch auf den Trichter, ne, dass das irgendwie alles nichts bringt. Ne. Hoffen wir es, ne? Ja, können wir eigentlich nur. Herr Hartz, Sie gucken so ernst. Ja, das war jetzt ein ernstes Thema. Ja, gut. Nee, ich glaube, damit, da können wir auch wenig ändern oder tun. Wir hoffen halt irgendwie, dass Erneuerung kommt ja oftmals von innen heraus, dass das in Brasilien so passiert. Jetzt gibt es irgendwelche Wünsche? Jetzt haben wir so einen tollen Leiter des virtuellen Saarlandes in Brasilien, besseren können wir uns ja da gar nicht vorstellen.
Gibt es jetzt irgend so ein paar Dinge, wo Sie sagen würden, das sind so unsere Ziele oder das, ich glaube, wir haben ja schon viel erreicht unter den verschiedenen Punkten im Bereich der emotionalen Globalisierung in dem Bereich, aber gibt es sowas, wo wir jetzt sagen würden, das würde ich doch gerne mit Herrn Professor Rauber ab 2020 ja schon rum, da müssen wir schon ja gar nicht mehr viel drüber reden, aber ab 2021 denn doch tun? Also unsere Devise ist, dass wir gemeinsam mit den Büroleitern, Teamleitern des Saarlandbüros diese Ideen entwickeln. Und wir haben, Professor Rauber hat das ja schon angesprochen, jetzt ein paar tolle Ideen formuliert. Und ich gehe mit ihm dann, ich sag mal, im Nachgang an unsere Videokonferenz hier nochmal in Klausur und überlege, was könnten wir denn jetzt gemeinsam auf den Weg bringen? Welche der Ideen ist vielleicht dem Professor Rauber besonders sympathisch, wo will er sich besonders einbringen? Und das würden wir dann auch im Social Media Bereich veröffentlichen, also Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, YouTube, wie auch immer. Und deshalb will ich jetzt dem Professor Rauber dann nicht vorgreifen, es sei denn, er hat jetzt ad hoc eine Idee, dann raus damit. Jetzt sehen Sie mal, wie charmant er jetzt die Karte rüberspielt. Ja, ich frage ihn und jetzt sollen Sie. Das ist. Ja, wir können uns ja, wir können uns ja da mal persönlich austauschen. Ich habe also vor Anfang des nächsten Jahres, also 21, vorbeizukommen. Ich muss dann zwar wahrscheinlich ein paar Tage in die Quarantäne, ne? Aber ich habe mir vorgenommen, ich komme Anfang des Jahres, dann können wir uns direkt austauschen. Ne? Machen wir dann auf jeden Fall. Könnte ich schon mal vormerken, ne? Termin. Komme ich, dann reden wir drüber, ne? Und aber die Kanäle sind immer offen, ne? Das ist klar. Weiß man ja, direkt spontan habe ich jetzt keine zündende Idee, ne? Klar, aber ich habe immer gute Ideen, ne? Also dann darf ich vielleicht noch, ich sag mal, einen Einwurf machen, weil Herr Buchler fordert das ja schon irgendwie raus, dass man jetzt sich auch sowas bekennt. Ich würde sagen, die Idee der Start-up-Kooperation, also hier die talentierten Start-ups und vielleicht auch die Start-ups in Brasilien, wenn wir beide da nochmal drüber sprechen, dann wäre das zumindest eine Zielvereinbarung, wo wir dann weiter schon arbeiten können. Das wäre so ein Vorschlag. Und andere Ideen, würde ich sagen, das sollte man dann bilateral besprechen. Ja, das ist ja auch ein riesiger Markt hier. Das sind 200 Millionen Einwohner. Ne? Und wenn zum Beispiel jetzt so ein Produkt hier, wenn das Erfolgsversprechen ist, dann kann man das hier, wenn das hier greift, das wäre dann ein Riesenerfolg. Ne? Das ist klar. Stehe ich zur Verfügung. Ne? Auf jeden Fall. Können wir darüber reden. Ja, das ist doch. Ja. Toll, jetzt haben wir uns fast eine Stunde unterhalten. Ja. Gut, Sie haben ja fünf Stunden. Echt, ob was auf dem Tisch ist oder nicht? Ich bin nicht ganz echt. Aber heute machen wir mal eine Ausnahme. Heute machen wir eine Ausnahme. Gut, okay, was gibt es heute? Sie haben es ja schon mal angedeutet, das wäre was ganz heute Tolles. Ausnahmsweise, normalerweise gibt es, heute gibt es brasilianischen Bohneneintopf, eine Feijoada. Das ist also nicht so, weil das ist ein Essen, das nicht alltäglich ist, weil das ist ziemlich schwer. Also das hat eine Tradition aus der Zeit, die Sklaven haben dann die Abfälle bekommen, ne, vom Schwein, die Bäckchen, das Schwänzchen und so. Aber heute wird das ein bisschen upgegradet mit besseren Sachen, ne? Schwarze Bohnen, Würstchen, Fleisch und das ist so das Haupt. Und dann gibt es noch Reis dazu und Orangenscheiben und ein bisschen Kohl, Grünkohl. Und das ist ziemlich schweres Essen. Ne? Aber das gibt es nicht jeden Tag. Das ist jetzt mal eine Ausnahme. Aber Gott. Das ist ja fast wie bei uns das Levelsche Bohnensuppe mit Quetschekuchen. Genau, das ist, also ich habe auch versucht, schon manche saarländische Gerichte hier einzuführen, was also besonders einen besonderen Erfolg hatte. Ja. Das ist jetzt, sag mal, es ist von den Saarländern sehr geliebt, aber nicht dort produziert, sondern nicht erdacht, ist Maggi. Ne? Maggi ist also hier ein Riesenerfolg gewesen bis jetzt. Also alle, die das ausprobiert haben, die waren begeistert. Und das Kuriose ist, es gibt die ganzen Maggi-Produkte, hier Suppen, Soßen, gibt es alles hier zu kaufen, nur gibt es kein Maggi zu kaufen. Das ist das Traurige. Da muss ich dann immer bei der
irgendwie einfliegen lassen. Ja, das ist ja als Schweizer Produkt. Liegt vielleicht auch daran, dass das Maggi, ja, dass das Maggi im Saarland ja auch nur über den Bergbau praktisch kam. Die Bergleute haben es dann dort in der Kantine und dann haben die gesagt, muss ich ran. Ja. Das ist nach Mutterklötzchen hat man dann vielleicht noch eine Fläche Maggi mit hingenommen. Das ist im Rahmen des Möglichen. Aber, was ich auch schon erfolgreich hier sagen wir mal, gemacht habe, ist Schwenkbraten. Ne? Ich habe also das Gewürz aus dem Saarland mitgebracht. Ne? Und dann, der Rest ist ja nicht so besonders wichtig. Und das Gewürz. Ich bin natürlich alle begeistert, ne, von Schwenkbraten. So klar. Also, schmeckt auch super. Ja, dann dieses philosophische Gefühl, der Schwenker legt den Schwenker auf den Schwenker. Ich meine, das ist ja grundphilosophisch. Und dann in die Flammen starren, das hat dann schon was. Es war jetzt leider kein Schwenker, so in dem Sinne, aber Moment mal gerade. Wahrscheinlich werde ich zum Mittagessen holen oder so. Oder? Die Bohnensuppe ist fertig, ja. Wir sind ja schon in der Endphase. Sagen Sie Ihrer Frau, wir sind in der Endphase. Das ist meine Schwiegermutter, die wohnt hier auch im gleichen Gebäude. Ne? Die hat Dann haben Sie ein Problem. Also das ist gefährlich, die Schwiegermutter im gleichen Gebäude. Da möchten wir jetzt nicht mit Ihnen tauschen. Ja, der okay, außer es geht ums Essen, aber ansonsten ist sie ganz lieb. Gut, dann würde ich sagen, leite ich die Endrunde ein. Herz, vielen Dank, Herr Rauber, Herr Professor Rauber, ich mache das dann mal wirklich amtlich. Das war jetzt ein Hochgenuss, eine wunderschöne Talkrunde. Das können wir gerne irgendwann mal weitermachen mit einem Bacardi in der Hand und Carlos Antonio Jobim dezent im Hintergrund. Ich mache dann auch ein schönes Strandbild als Hintergrundbeilage. Bleiben Sie uns lange erhalten, bleiben Sie gesund, frönen Sie weiterhin Ihrer Professur. Ich glaube, Ihre Studenten haben viel Spaß mit Ihnen, das hoffe ich mal zumindest. Und wir sehen und hören uns dann demnächst wieder hier auf diesem Kanal. Herr Hartz, haben Sie noch abschließende Worte? Ja, wir haben, ich sag mal, unseren ersten Kontakt, unser erstes Sympathieteam, unser erstes Saarlandbüro in Brasilien eröffnet, weil das halt ein emotionaler Kontakt ist mit dem Roten Müller damals, der ist mittlerweile auch schon verstorben. Was ich nur damit sagen will, wie lange doch schon diese Kontakte auch von uns gepflegt werden, aufgebaut werden. Es waren auch schon Wirtschaftsdelegationen in Brasilien, saarländische Wirtschaftsdelegationen und wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt verschiedene Kontakte haben, auch in Blumenau damals, haben wir jetzt wieder weitere Stützpunkte mit dem Professor Rauber uns erarbeitet. Also man sieht, Brasilien lebt, da ist echt was los. Und ja, wir freuen uns, solche aktive Büroleiter zu haben wie den Professor Rauber. Vielen Dank. Gut, dann würde ich sagen, guten Appetit. Man streamt sich. Ich bedanke mich für die Gelegenheit. Ne? War auf jeden Fall sehr produktiv und top Gelegenheit hier. Gut. Mal wieder ein bisschen Heimat zu schnuppern. Auch, gut. Das Internet war. Und Sie schicken mir das Rezept von dem Essen und dann. Ja, gerne. Ja, ich kann dort selber kochen. Ne? Ja, das ist kein Problem. Okay. Alles klar. Dann enden wir so. Bleiben Sie noch kurz dran. Wir enden so, wie wir begonnen haben, mit unserem kleinen Trailer und man streamt sich bis zum nächsten Mal.